Moin und damit herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo einer neuen Liga, die ich und Janna uns überlegt haben, der liebe Nintendo, auf unserem kleinen Discord-Server, und zwar der Poke-Liga, einer Draft-League, die an die Bundesliga angelehnt sein soll und wo Fußballfans eventuell ihr Know-how mit einbringen können, in ihr zweites Hobby, nämlich den Pokémon Draft-Ligen. Aber auch für Nicht-Fußballfans soll das ganze System Sinn machen, nicht allzu schwierig sein. Ja, aber bevor wir da jetzt genau drauf eingehen, würde ich sagen, stelle ich euch einfach das Dock vor. Ich habe mir die letzten Wochen die Zeit genommen, das Dock ein bisschen aufzuhübschen, übersichtlich zu machen, und nutze es deswegen einfach für dieses Ankündigungsvideo der Liga. Ich denke, die einzelnen Punkte sind hier ganz gut beschrieben und ich kann sie nochmal mit meinen Worten unterfüttern, sodass man kompakt in diesem Video erkennen sollte, was die Liga, die Pokéliga sein soll. Die Poké-Liga ist eine Draft-Liga, die auf 13 Spieltage mit insgesamt 14 Teilnehmern bzw. Clubs hinauslaufen soll. Es wird nur eine Hinrunde gespielt, anders als im echten Fußball, da es ansonsten sehr repetitiv wird und wir mit 13 Spieltagen schon eine recht lange Liga dann haben werden würden. Und wie schon erwähnt, soll das Ganze dann eben angelehnt an die Bundesliga sein. Um sich bei der Liga anmelden zu können, braucht ihr ja einen Clubnamen, sprich ein Teamname halt, was irgendwie ein bisschen fußballerhaft klingt. Einen Showdown-Namen von euch und einen Discord-Namen bräuchte ich natürlich dann auch, damit ich das Ganze dann eintragen kann. Ein Logo im Fußball-Pokémon-Stil wäre willkommen. Das heißt, ihr dürft gerne dann ein. Ich beispielsweise hatte ich mal irgendwie experimentiert mit einem Quappo, was das HSV-Logo auf dem Bauch hatte, oder irgendein Lieberloh, was hier im Logo irgendwie im Fußball kickt, oder irgendwie sowas. Denkt euch irgendwas fußballhaft Cooles aus. Es muss nichts mega Kompliziertes sein. Ihr dürft auch gerne einfach nur echt existierende Logos verändern. Nun aber zum Interessanten, nämlich den Draftablauf. Und zwar draften wie in einer normalen Draftliga die Coaches ebenfalls 11 Pokémon. Diese werden aber vom Transfermarkt gedraftet. Im Laufe der Saison können maximal 15 Pokémon im Club sein. Unten seht ihr die Aufteilung, die möglich ist. Und zwar sind es maximal 2 bis 5 Abwehrspieler, 2 bis 5 Mittelfeldspieler und 2 bis 5 Stürmer. Nun denkt ihr euch, Abwehrspieler, Mittelfeldspieler, Stürmer, Transfermarkt, was ist das alles? Und dafür switchen wir einmal rüber zum Transfermarkt. Der Transfermarkt ist auf dem Google Doc zu finden und unterteilt in Transfermarkt, Stürmer, Mittelfeld und Abwehr. Die Pokémon werden nach ihrer typischen Rolle einsortiert nach Stürmer, Mittelfeld, Abwehr. Das Ganze ist einfach ein Pi mal Daumen gemacht und nicht unbedingt zu 100% immer richtig, da auch Stürmer natürlich defensiv gebracht werden können und andersrum. Nichtsdestotrotz sind die Stürmer-Pokémon eher offensiv ausgerichtet und die Abwehr-Pokémon eher defensiv. Die Pokémon haben verschiedene Marktwerte zugewiesen bekommen, je nachdem, in welchem Tier sie normalerweise in Draft-Ligen ungefähr vorzufinden wären und wie gut sie in diesem Tier ungefähr sind. Diese Marktwerte können sich im Laufe der Saison aber verändern. Schließlich ist es nämlich wichtig, wie die Coaches dann im Laufe der Saison mit diesen Pokémon performen. Und so kann zum Beispiel sein, dass ein Bibor, was sich in das Team von jemandem gedraftet wurde, nach mehreren Spieltagen schon irgendwie 6 Kills gehudert, hart performt und sich dann vom Transfermarkt steigert. Diese Transfermarktänderungen werden dann bis in die nächsten Seasons übernommen, sodass es dauerhaft auf diesem Preis bleiben wird. Außerdem ist es dann für diesen Wert in Verhandlungen mit anderen Clubs weiterhin möglich, das Budget davon wieder reinzuholen. Also quasi anstatt 500.000 für Bebop zu verlangen bei anderen, könnt ihr dann irgendwann 1,5 Millionen verlangen, wenn es besonders gut bei euch performt. So, das Ganze ist aber noch recht kompliziert, deswegen gehen wir nochmal zurück. Nichtsdestotrotz habt ihr am Anfang feste Transferwerte, Transferbudgets mit 50 Millionen und feste Transferwerte der einzelnen Pokémon. Wie eben schon gezeigt, ein Bibor kostet immer 500.000 zu Anfang, der ersten Saison zumindest. Dann könnt ihr dann eben dieses Transferbudget beliebig benutzen, um euch eure 11 Pokémon in dieser Konstellation hier zusammen zu draften. Ihr dürft also nicht 8 Stürmer-Pokémon draften und nur 3 Abwehr oder andersrum, sondern es muss
immer innerhalb dieser Ranges bleiben, die hier angegeben sind. Ansonsten ist es ein ganz normaler Snake-Style-Draft. Kein Coach darf ins Minus gehen mit seinem Transferbudget und das war's auch schon. Also, genau, ein Draft halt mit Punkten mehr oder weniger, nur dass es hier Geld ist aus einem Transfermarkt. Die Transfers. Wie ich schon erwähnt, hat jedes Pokémon einen Marktwert und die Coaches zahlen den Marktwert, um sich das Ganze reinzuholen. Es ist aber auch möglich, Transfers mit freien Pokémon oder anderen Coaches zu machen im Laufe der Saison. Dafür gibt es so gesagt die Bank. Die Bank kauft Pokémon jederzeit für 90% des Marktwertes wieder. Somit macht ihr immer ein kleines Minusgeschäft, habt aber die Möglichkeit, Pokémon, die ihr nicht mehr wollt, loszuwerden, um diese dann auszutauschen gegen ein neues Pokémon oder generell halt einfach Platz zu machen in eurem Kader. Es müssen aber immer mindestens 11 Pokémon in eurem Club sein. Außerdem mit anderen Coaches kann verhandelt werden. Dort ist es wie im echten Ding, dass ihr eure genaue Transfersumme aushandeln könnt. Ihr könnt also Pokémon unter Wert verkaufen, ihr könnt Pokémon auch über Wert verkaufen. Es kommt auf eure Verhandlungskünste mit den anderen Coaches an, sollten diese Interesse dran haben. Transfers werden dann in den Transfer-Channel im Discord geschrieben und bestätigt, sobald beide Teilnehmer gesagt haben, dass sie das eben machen wollen und gelten dann erst am folgenden Spieltag, nicht in dem Spieltag, in der sie dann gemacht wurden in der Woche. Genau, dann haben wir die Kampfregeln. Es wird auf Gen 9 Nutdecks gespielt, Level 100, kein Terra, keine Z-Moves, mehr oder weniger Standard aktuell. Kein toxisches Verhalten im Chat bitte, seid freundlich, auch bei Hex, schließlich ist Pokémon eben manchmal eine Bitch und dafür kann der Gegenspieler dann aber genauso wenig. Der Timer ist anders als bei vielen Ligen bei mir oder bei uns nach 30 Minuten erlaubt, das heißt, ihr schreibt zu Anfang eures Kampfes kurz in den Chat, wie viel Uhr ihr den Kampf angefangen habt, also die derzeitige Uhrzeit, und somit habt ihr die Möglichkeit nach 30 Minuten den Timer anzuschalten. Das mit dem Chatschreiben ist für uns wichtig, damit wir dann im Replay nachvollziehen können, warum der Timer dann angemacht wurde oder eben nicht. Beim Starten mit dem falschen Team kann mit Einverständnis des Gegners neu gestartet werden. Genau. Ansonsten ist es noch wichtig, wie kommt ihr denn an euer Geld, um euch im Laufe der Saison neue Pokémon zu erkaufen. Neben den Wertsteigerungen, die ihr erlangen könnt mit den Pokémon, um sie dann irgendwann später teuer zu verkaufen, habt ihr auch die Möglichkeit, durch gutes Abschneiden und Ergebnisse Geld zu sammeln. Es gibt für jeden Sieg 3 Punkte in der Tabelle und 1 Million Budget obendrauf. Für jedes Unentschieden gibt es 1 Punkt in der Tabelle und 500.000 Budget drauf. Und selbst für eine Niederlage bekommt ihr 500.000 Budget, damit ihr auch, wenn ihr struggelt, die Möglichkeit habt, Pokémon auszutauschen, aber nur 0 Punkte in der Tabelle. Ansonsten die Gebanntes und Clauses dieser Liga. Zum einen die Sleep Clause, kennt ihr schon, es darf nur ein Pokémon aktiv zum Schlafen gebracht werden. Die Evasion Clause, es darf nicht aktiv das Fluchtwert erhöht werden oder die gegnerische Fluchtwertgenauigkeit gesenkt werden. Des Weiteren darf Baton Pass nur als Momentum Move benutzt werden und nichts bewusst weitergegeben werden. Species Clause ist natürlich aktiv, es dürfen nicht zweimal dieselben Pokédex-Nummer. Die Mega-Pokémon müssen immer einen Megastein im Kampf tragen. Es darf auch nur ein Mega-Pokémon pro Club gedraftet werden. Des Weiteren ist die Item-Clause bei mir, bei uns, dass es jedes Item bis zu zweimal verwendet werden darf. Ihr dürft also nicht drei- oder viermal Leftovers spielen. Ansonsten haben wir gebannte Attacken, das sind alle K.O.-Attacken, Seelentanz, Angeberei, der Schwanzabwurf, Letzte Ehre, Vitalsegen und Terra Blast. Gebannte Fähigkeiten sind Auswegslos, Wegsperre, Gefühlswippe und Machtkonstrukt. Die gebannten Items sind der Kingstein, die Energiekapsel und das Blendpuder. Genau, und soweit war es das eigentlich schon mit der Liga. Wir können nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Hier wird das Ganze dann mit den Clubs verewigt. Wir haben hier dann eine schöne Übersicht über Kills, Tote und Differenz. Sowie ein Symbol, was eben zeigt, was die Veränderung zu den letzten Spieltagen ist. Wir haben eine ganz normale Kill-Rangliste. Das ganze Dock ist weitestgehend automatisiert. Und dann haben wir die Club-Übersichten. Hier kommt dann euer Logo rein, Discord-Name, Showdown-Name und euer Kader. Und das Ganze kann ich euch mal zum Beispiel zeigen. Wenn ich jetzt sage, ich drafte mir ein Liberlo, dann wird Liberlo automatisch als Bild mit seinem Marktwert eingetragen und unten wird das automatisch weggerechnet vom Transferbudget.
Links seht ihr dann auch die Marktwertveränderungen des Pokémon, die es im Laufe der Zeit gespielt hat. Und es gibt für euch natürlich Team of the Week Ehrungen alle zwei Spieltage, jeden Spieltag. Und diese küren die besten 11 Pokémon aus allen Clubs des Spieltags. Was ein guter Indikator dafür sein kann, ob es dann eben eine Marktwertänderung erreicht oder nicht. So, ich hoffe, das Konzept gefällt euch und ihr habt Interesse daran teilzunehmen. Ihr könnt euch in Ruhe natürlich alles nochmal hier im Regelwerk durchlesen. Das Doc ist in der Videobeschreibung und hoffentlich meldet ihr euch zahlreich an. Die Liga soll am 2. und 3. losgehen. Ich blende es hier nochmal ein und bis dahin versammelt euch doch gerne zahlreich im Discord und haut rein.